Bin langsam richtig verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Keiner antwortet mir, wenn ich hier schreibe, can anyone help me hier. Das war so nicht geplant. Ich wollte hier schön ein bisschen questen. Und stattdessen laufe ich hier wie so ein Geistesgestörter hin und her seit einer Dreiviertelstunde. Wow. World of Warcraft. Killed Chaos. Yeah! Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von World of Warcraft. Ja, ich habe gesehen, World of Warcraft kommt hier gar nicht so schlecht an auf dem Kanal. Deswegen habe ich gedacht, gut, nehme ich mal noch ein bisschen auf und streife mit Diabetes noch ein bisschen durchs Land. Mein kleiner Diabetes. So ein geiler Name. So, ich bin Level 7 bis zu Level 20, kann ich kostenlos spielen. Und ich glaube nicht, dass ich danach weiterspielen werde, weil es echt zu teuer ist. Ja, wir gucken mal, was wir jetzt hier machen können. Ich würde ja voll gerne ein Reittier haben, aber ich habe schon gehört, das kann ich erst später im Spiel. Mann. Und was ich auch zum Beispiel geil finde, ist, dass man dann hier so völlig frei durch die Welt fliegen kann. Das heißt, hätte ich jetzt zum Beispiel ein Flugreittier, könnte ich da hinten hinfliegen, über die Berge und sonst wohin. Solche Sachen an Freiheiten in Spielen finde ich mega geil. Ja, gut, aber ich bin jetzt mal wieder drin. Ich versuche mich mal wieder ein bisschen drauf einzulassen und nehme mal die erste Quest an. Ja, leider ist es wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Dabei hatte ich mich beim letzten Mal hier mit den Buttons und so weiter ein bisschen beschäftigt und geguckt, wofür das alles ist. Und jetzt bin ich wieder etwas raus. Aber ich werde auch schon wieder reinfinden. Wir sprechen mal mit dem Meister Gardrin. Gardrin hat nämlich eine verdammt exzentrische Maske. Meine Güte, gucken dir an. Guck dir den an. Also wenn der nicht von den anderen gemobbt wird, dann weiß ich auch nicht. Ilkum Bokum. Ilkum Oboko, was? Sprecht mit Räuber Jirash, um nach Klingenhügel zu gelangen. Sprecht mit Kritok, sobald ihr angekommen seid. Ihr bekommt 45 Dinger und 85 Erfahrungen. Mögen die Geister mit euch sein. Jupp, alles klar. So, ich muss mal gerade die Kamera hier wegmachen. Vielleicht sollte ich die Kamera ein bisschen verschieben beim nächsten Mal. Weil ihr könnt jetzt hier oben die Landkarte gar nicht sehen, aber das ist auch egal. Sprecht mit Räuber Hirsch. Wo gibt's denn noch Quests? Gibt's denn noch irgendwo Quests? Ja. Also ich gehe jetzt einfach mal dahin. Wir sehen uns dann, wenn ich da bin, ne? Hupsi. Ha! Wird schon wieder angegriffen. So. Das sind ein paar Wildschweine, voll die lächerlichen Gegner wahrscheinlich, ne? Gibt's eigentlich einen Schnellbutton? Einen Schnellbutton? Einen Button, womit ich schnell alle Sachen annehmen kann. Huch! Habt ihr gesehen, wie schnell der schon wieder war, der kleine schickige Terror-Eber? Oh, guck mal da oben. Ah, den habe ich doch beim letzten Mal schon gesehen. Hier laufen schon wieder so coole Leute rum. Mit ihren coolen Reittieren. Verdammt noch eins. Ich will auch ein Reittier haben. Aber hier dieser Baum sieht cool aus. Ja, also ich meine, World of Warcraft ist nicht umsonst so bekannt und so berühmt und so beliebt auch bei vielen Online-Spielern. Weil es ist ja schon auch sehr abwechslungsreich, was es hier alles gibt. Und ja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das hier so entwickelt. Also wenn das Interesse bleibt oder auch mal neue Leute hier hinfinden, hallo, dann gucke ich es mir vielleicht doch mal öfter an. Und vielleicht bezahle ich ja doch mal etwas dafür. Aber schauen wir mal. Was haltet ihr eigentlich davon, dass ich hier diesen komischen Ork, Troll, genau, ein Troll ist das, diesen Troll gewählt habe? War das eine gute Wahl? Hätte ich lieber jemand anderes wählen sollen? Gibt es da eigentlich besonders große Vor- und Nachteile, ob man Männlein, Weiblein, Jäger, Krieger, Priester, Troll, Ork, Dunkelelf, Mensch oder sonst was ist? Ist das echt so krasser Unterschied? Wahrscheinlich schon, ne? Allein schon, wenn man anfängt zu spielen. Ich meine, wenn ich jetzt anfangen würde zu spielen mit Menschen oder so, befände ich mich ja in einer komplett anderen Gegend. Was haltet ihr davon, dass ich den gewählt habe? So, was haben wir denn hier? Der Höhlenbau. Ach, das ist ein Wegweiser.
Das ist ja lustig. Ich lach mich kaputt. Juhu, es erscheinen Fanfaren. Ich habe das Umland von Klingenhügel erreicht. Meine Füße sind schon ganz wund. Und hier läuft einer rum, der Grunzer von Klingenhügel. Ah, das ist ja ein Ork. Oh, hier sind ja nur Orks, oder was? Ihr müsst näher an diesem Ziel dran sein. Was braucht ihr? Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Bank, Windreitermeister, Stallmeister. Aha, okay, der sagt mir, wo ich... Vorwärts zum Sieg! Vorwärts zum Sieg? Der hat sich auch sein Bart fesch gefärbt, ne? Weißt du, so voll die hässlichen grünen Orks. Aber der steht dann morgens wahrscheinlich zu Hause vorm Spiegel und färbt sich erstmal sein Bart pink. Ne, Quatsch, violett ist das. Bisschen feminin, der gute Grunzer von Klingenhügel. Eieieiei. Musik, Musik. Die lässt einiges erahnen, dass ich es hier mit einer tollen Gegend zu tun habe. Oh! Das sieht ja cool aus. Ups. Nice. Ein paar Reittiere, ein paar Flugtiere. Oh mein Gott. Die kann ich aber jetzt nicht als Reittiere nehmen. Nee, kann ich natürlich nicht. Ich habe schon gehört, ich kann das erst später. Puh, Flugmeister. Aber ich spreche mal mit diesem Flugmeister. Vielleicht hätte er irgendwas Tolles zu erzählen. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Ich suche ein Reittier. Raus damit! Ach so, damit kann ich mich nur teleportieren. Nein. Seid sicher. Ach ja, das will ich doch gar nicht. Uranin Runentotem. Ist das ein Ochse? Ein Ochsen, eine Ochsenfrau? Ich spüre das Feuer des Lebens in euch, Jäger. Ich akzeptiere eure Ehrerbietung. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hä? Ich bekomme was? Cool. Münze der Uran oder roter Glücksumschlag. Wird aber beim Aufheben gebunden. Was soll ich nehmen? Ich nehme einen roten Umschlag. Erfolg errungen, eine Münze der Urahnen. Hallo. Hier geht diese Flugkarte nicht weg. Da bricht mir der Schweiß aus. Was soll das? Hallo, das ist die Flugkarte. Was soll das? Jetzt fliege ich gerade hier mit. Weil ich dachte, ich bekomme dieses Teil hier weg. Aber das geht nicht weg. Oh, sowas kann ich ja leiden, ne? Cool, jetzt kann ich damit fliegen. Das ist ja schön, aber ich kann es nicht steuern. Haha, es geht automatisch. Ist das ein Bug? Ich werde verrückt. Das brauche ich jetzt nicht, sowas. Ja, sehr schön. Ich sehe sehr viel von der Welt hier. Sieht ja aus, als würde hier was belagert werden. Wow. Territorium der Horde. Das Tor von Orgrimmar. Cool. Ich will mich hier eigentlich ein bisschen umgucken. Aber dieses Fenster nervt mich. Ah, da ist eine Quest. Hallo. Können wir hier landen? Danke. Es ist immer noch nicht weg. Und hier schwebt ein Skelett in der Luft. Ey, ist dieses Spiel voller Bugs oder was? Hä? Ach, das Spiel ist gar nicht mit dem Laden hinterhergekommen. Ja, was ist denn hier los? Das Tal der Stärke. Das ist die Grunzerin von Orgrimmar. Hallo Grunzerin. Die Grunzerin hat einen kleinen Silberblick und ich würde ihr, glaube ich, eine Brille empfehlen. Ah gut, wir sind hier in World of Warcraft und hier gibt es wahrscheinlich keine Brillen. Hier gibt es nur Ochsen. Und Ochsenfrau. Momentchen, was ist das denn für eine? Oh, ist die hässlich. Eieiei. Na, ich weiß ja jetzt nicht, welchen Schönheitsidealen die entspricht. Sie hat auf jeden Fall ein nettes Lächeln. Ein nettes Lächeln hat schon viele Männer bezaubern können. So, hier ist die Urahnin Dunkelhorn. Was will die denn von mir? Ich bekomme von der 420 Erfahrung und Münze der Urahn oder einen roten Glücksumschlag. Irgendwie sowas. Dankeschön. Ich bin Level 7. Bis zu Level 20 habe ich gehört. Oh, kann ich spielen. Meine Taschen sind voll. Eure Taschen sind voll. Aha.
Okay, meine Tasche ist voll. Ich muss jetzt einen Händler finden, dem ich meinen ganzen Tinne verkaufen kann. Aber wo finde ich denn jetzt hier einen Händler? Du liebe Güte. Leute, guckt euch das hier mal an, wie viel hier los ist. Da suche ich mich ja dumm und dämlich. Trollbürger, kann ich mit denen auch sprechen? Redet mit mir. Die schönste Feier des Mondfestes findet auf der Mondlichtung statt. Aber lauf nicht gleich los, sondern sucht die Druiden im Tal der Weisheit auf. Die können euch direkt dorthin transportieren. Bumm. Warum steckt er seine Nase in meinen Rücken? Ich meine, ich habe ja schon von vielen Fetischen gehört, aber das geht echt zu weit. Das wird immer extremer, was der Typ mit mir macht. Aha, er hat sich gerade an mich geschwiegt. Und gerade hatte er seine Nase in meinem Arsch stecken. Ey, was macht ihr hier? Ist das irgendein homoerotisches Ritual? Weiß ja nicht, was hier so abgeht in Azeroth. Scheiße. Auf der Suche nach einem Händler bin ich gerade diese Klippe runtergefallen. Ich dachte, das würde ohne Schaden gehen. Aber ich habe wenigstens eine Errungenschaft bekommen, die heißt, wie tief kann man fallen? Also ihr merkt schon, ich bin schon so ein richtiger Könner in diesem Spiel. Aber langsam füllt sich meine Lebensleiste wieder auf. Aber ich muss jetzt erstmal irgendeinen blöden Händler finden, dem ich mein Zeug verkaufen kann. Weil sonst... Wow, guckt euch das mal an. Hammer. Hammer! Ich meine, ich mag bei Wizard 101 ja auch Reittiere, aber das ist schon krass. Boah. Voll geil. Voll geil. Okay, ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt. Ich habe schon mal geguckt, wie ich jetzt Sachen wegschmeißen kann. Gut. Aber ich habe keinen Händler gefunden. Bisher. Gut, aber jetzt folgen wir auf jeden Fall erstmal unserer Hauptquest. Ich muss nämlich mit dem Räuber Hydra sprechen, um nach Klingelhügel zu gelangen. Das habe ich ja schon gemacht. Ich bin ja schon hier. Jetzt muss ich mit Gartok sprechen, wenn ich angekommen bin. Ich hoffe, ich bin jetzt auch auf dem richtigen Weg hier. Gartok. Oder geht es jetzt hier um das Mondfest? Mondfest. Warum überschlägt sich denn meine Stimme? Vor Erregung? Oh nein! Das ist ganz da oben, wo ich jetzt gerade hier runtergefallen bin. Oh, scheiße. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Hüpf. Nein. Natürlich nicht. Muss es doch irgendwo einen Aufzug geben oder sowas. Ah, guck mal, hier gibt es eine Treppe. Alter Schwede, was stelle ich mich komisch an. Aber Moment, was ist hier unten los? Ist das eine Disco? Hey, was ist das denn hier für ein abgefahrenes Häuslein? Jetzt sind aber die richtigen Freaks drin. Oh, der sieht aber cool aus. Mann, ich kann mich noch so begeistern hierfür, weil das alles so neu ist. Tina von Hell Angel. Flanix. Was ist hier drin los? Was macht die hier für perverse Spielchen? Ich muss auf jeden Fall jetzt wieder da hochkommen. Und erstmal einen Weg finden. Boah, Leute, ich irre hier seit Ewigkeiten rum. Ich komme hier aus diesem verfluchten Tal nicht raus. Nur weil ich diesen scheiß Berg da runtergefallen bin. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin völlig verzweifelt. Jetzt komme ich hier wieder an irgendeine komische Stelle. Was ist das hier? Der Südstrom. Ja, interessant, interessant. Aber da muss ich gar nicht hin. Ach so, der Südstrom wird wahrscheinlich ein Fluss sein. Aber ich muss da oben drauf, verflucht nochmal. Ob ich das heute noch schaffe. Ich krieg den Affen, ey. Jo. Ich schaffe es nicht, hier rauszukommen. Ey, das ist ja das reinste Labyrinth hier. Das hat aber nichts mit Anfänger-Noob zu tun, oder? Ich hoffe doch. Ich komme hier nicht raus. Oh, ich habe hier einen Verkäufer gefunden. Ach, einen Fleischverkäufer. Ich will kein Fleisch kaufen. Ich will wieder da hoch. Und es gibt auch keinen, der mir hier helfen kann. Ich glaube, ich bin verloren. Okay, ich orientiere mich jetzt hier an dieser Karte. Ich bin gerade hier oben hingelaufen. Völlig in die falsche Richtung. Ich laufe jetzt mal einfach hier irgendwie zurück. Durch diese Gasse da. Dann bin ich ja wieder da, auf jeden Fall in dem Gebiet. Und hier muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben.
da hochzukommen. Ich verstehe das nicht. Bin ich denn so blöd oder was? Bin langsam richtig verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Keiner antwortet mir, wenn ich hier schreibe, can anyone help me hier. Ich spreche die Leute an und keiner antwortet. Ich bin hier schon tausendmal rumgelaufen. Und kein Weg gibt's nach hier oben wieder drauf. Ich bin diesen Scheißberg runtergefallen. Und jetzt laufe ich wie ein Wolf. Die Zeit schreitet voran, meine kostbare Spielzeit. Ich werd verrückt. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. So eine Scheiße. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwas gefunden. Guck mal, hier gehen die... Nee. Oder? Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg vielleicht? Bitte. Bitte. Nee. Immer noch nicht. Ich laufe schon wieder hier rum wie so ein Vollidiot und schaffe es nicht mehr, diesen blöden Berg hochzuklettern. Ich bin schon tausendmal jetzt hier rumgelaufen. Hoch und runter und hoch und runter. Und hier laufe ich jetzt genau unten drunter durch. Da passiert auch nichts mehr. Ja, hallo, hier war ich jetzt auch schon x-mal. Ich kann ja bald den Weg hier schon im Traum nachgehen. Mit verbundenen Augen. Jetzt bin ich in irgendeiner ekelhaften Sadomaso-Höhle gelandet. Aber ich will hier oben drauf. Ganz oben drauf will ich. Was will ich denn hier unten? Ich meine, ich kann es ja mal versuchen, ob ich hier durch kann. Aber ich bezweifle es. Guck mal, es ist quasi direkt über mir, wo ich hin muss. Ich komme hier nicht mehr drauf. Kann das denn sein? Oh, Grimark. Ich bin jetzt genau unter diesem blöden Zeppelin. Leck mich fett an den Füßen. Jetzt bin ich schon wieder am anderen Ende des... dieser Scheiße. Okay. Das macht Spaß. So, ich habe jetzt noch eine Idee. Ich bin jetzt hier wieder rausgegangen, so ein bisschen. Ne? Aber hier oben gibt es so... so Hängebrücken, womit man da rüber wandern kann. Dann versuche ich jetzt mal irgendwie auf diese Hängebrücken zu kommen. Es muss doch hier irgendeine Möglichkeit geben, aus diesem Scheißloch hier rauszukommen. Aus diesem Scheißloch. Ich werde schon ganz irre. Ich werde richtig irre hier. Das war so nicht geplant. Ich wollte hier schön ein bisschen questen. Und stattdessen laufe ich hier wie so ein Geistesgestörter hin und her seit einer Dreiviertelstunde. Wow. World of Warcraft. Jetzt komme ich noch nicht mehr hier aus diesem ekelhaften Loch raus. Also, was ist denn hier los? Jetzt stecke ich hier unten fest. Leute, ich gebe es auf. Also, ganz ehrlich, wir haben jetzt schon 23:30. Und ich laufe und laufe und laufe hier wie ein Weltmeister und ich komme hier nicht mehr raus. Ich glaube, da muss ich mal irgendwie gucken, außerhalb meiner eigentlichen Aufnahme, wie ich es hier rausschaffe. Das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben oder so. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich verstehe das nicht. Im Zweifel werde ich einfach den ganzen Weg wieder zurückgehen, den ich zu Fuß, den ich hierher geflogen bin und mich dann nochmal dahin fliegen lassen oder so per Schnellreisefunktion. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich das mache und wo ich jetzt hier hinlatschen muss, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Aber da oben komme ich wirklich beim besten Willen nicht mehr drauf. Ja, guck da oben, da bin ich. Aber hier wird direkt ein Ausrufezeichen angezeigt. Gibt es hier doch noch irgendwas? Da vielleicht? Komm, da gucken wir gerade einmal drauf. Ne, da ist nur eine Quest, die ich annehmen kann, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, guck mal. Okay, hier sind zwei Quests.
Das ist ja ganz nett. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Jetzt habe ich gerade echt keinen Nerv mehr. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Könnt ihr mir gerne mal sagen. Ich bin echt ein richtiger Noob. Ein richtiger Noob. Na gut, aber trotzdem, vielleicht hattet ihr trotzdem ein bisschen Schadenfreude an dieser Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.